In Vlog Nummer 7 möchte ich ein etwas ernsteres Thema in der Vorweihnachtszeit aufgreifen. Das Thema dieses Vlogs ist: Bei Ralf Schmitz gibt es keine Weihnachtsgeschenke mehr. Natürlich meine ich damit nicht den privaten Bereich. Meine Frau und hoffentlich auch ich sowie die Kinder bekommen natürlich Weihnachtsgeschenke, gar keine Frage. Ich möchte heute eher aufs Business eingehen und dazu kurz etwas erklären, vielleicht auch dem einen oder anderen einen Denkanstoß geben oder eine Idee mit auf den Weg geben. Bei mir war es so, dass ich vor circa 6 Jahren, 2009 oder 2010, habe ich angefangen, immer am Jahresende zu Weihnachten meinen Geschäftspartnern, meinen Kollegen, meinen Top-Affiliates, wie auch immer, Präsente zu senden. Das war mal eine Flasche Wein in einer Holzkiste mit Gravur und eine schöne Karte dabei. Das war mal eine Flasche Sekt oder ein Präsentkorb, also so ein Fresskorb oder sonstiges. Ja? In der Regel waren das so zwischen 20 und 30 Partner, die ich damit jedes Jahr beglückt habe. Und das verschlingt natürlich eine ordentliche Summe. Ja, wenn man so 30 Fresskörbe versendet, ist schnell mal 600, 700 Euro zusammen. Vielleicht sogar noch wenig gerechnet. Aber das ist ja schon eine schöne Summe. Ja? Und im letzten Jahr habe ich mir dann wirklich auch das erste Mal Gedanken darüber gemacht. Hey, ist das nötig? Du möchtest dich zwar bei deinen Geschäftspartnern, Top-Affiliates, wie auch immer bedanken, aber am Ende kann man doch mit diesem Geld wahrscheinlich etwas Besseres machen, indem man irgendwo hilft, wo es brennt, wo es notwendig ist. Und die Entscheidung habe ich dann auch im letzten Jahr schon getroffen, werde die auch dieses Jahr wieder so umsetzen. Ich werde diese Summe nehmen, werde keinem Geschäftspartner, keinem Top-Affiliate ein Präsent senden, sondern ich werde diese Summe spenden. Und zwar wie folgt: 80% dieser Summe, die ich normalerweise investiert hätte für die Geschäftspartner, gehen an Help for Children von Frank Hübner, dazu gleich mehr. 20% dieser Summe gehen an betterplace.org, ein Projekt bei betterplace.org, das in Deutschland stattfindet. So, ich finde persönlich, meine Geschäftspartner, meine Top-Affiliates, meine Kollegen, denen ich diese Präsente gesendet habe, die haben sich zwar sehr gefreut, logischerweise, aber und es war ja auch eine Aufmerksamkeit, ein Dankeschön für das zurückliegende Jahr, aber notwendig ist das am Ende für die nicht. Ja? Das macht die weder ärmer noch reicher. Der ein oder andere trinkt vielleicht noch nicht mal Alkohol und deswegen habe ich auch im letzten Jahr eine E-Mail an alle oder einen Brief, eine Karte habe ich an alle gesendet und habe das dort nochmal kurz erklärt, warum es dieses Jahr oder im letzten Jahr kein Präsent gab. Und viele, viele haben sich bei mir zurückgemeldet, haben gesagt: Ralf, tolle Idee, wohin hast du gespendet? Ich beteilige mich. Und vielleicht kann ich das ja auch mit diesem Video hier erreichen, dass der ein oder andere darüber nachdenkt, vielleicht das unterstützt, was ich auch unterstütze, aber ich will mit diesem Video auf gar keinen Fall betteln gehen oder sonstiges, sondern ich möchte mit diesem Vlog hier wirklich einfach vielleicht nur den ein oder anderen ein bisschen wachrütteln, und wenn es am Ende nur 50 Euro sind, die mehr gespendet werden, dann habe ich persönlich mein Ziel erreicht. Wenn es noch mehr ist, ist es natürlich noch besser. Also zurück zu Help for Children, denen ich 80% dieser Summe spende. Wieso, weshalb, warum Help for Children? Ganz einfach, ich kenne Frank Hübner, er ist auch im Online-Marketing tätig, Systemadministrator, hat verschiedene Zertifizierungen und wir kennen uns schon lange, haben uns offen und ehrlich gesagt noch nie persönlich gesehen. Aber ich kenne Frank schon etwas länger, kenne ihn als sehr, sehr ehrlichen Menschen, sehr aufrichtigen Menschen und vor allen Dingen geradeaus. Er ist absolut geradeaus, er verbiegt sich für nichts und hat Help for Children gegründet als Verein. Und dieser Verein Help for Children hilft in Kenia. Und zwar den Kindern in mehrfacher Hinsicht. Also grundsätzlich geht es bei Help for Children darum,
Kinder zu helfen, eine Ausbildung zu ermöglichen, dass sie später wirklich einen guten Beruf haben und einem guten Beruf nachgehen können. Frank hat diesen Verein gegründet und macht das Ganze ehrenamtlich. Er bekommt dafür wirklich rein gar nichts, außer vielleicht ein paar warme Worte am Ende. Ja? So, und das war damals für mich auch einer der Gründe und ja, einer der Gründe, der Grund überhaupt, ja, wenn ich irgendwo hinspende an große Organisationen, dann versickert viel Geld. Da spendest du 50 Euro, am Ende kommen vielleicht 20 Euro davon irgendwo an, weil sich andere daran bereichern müssen, wegen großer Organisationen und so weiter. Und das alles ist bei Frank Hübner und Help for Children nicht der Fall. Wenn ich 400 Euro spende, dann weiß ich auch, davon kommen 395 am Ende in Kenia an und ich kann helfen. Und ich spende monatlich oder unterstütze Help for Children monatlich. Und in diesem Jahr konnten wir schon sehr, sehr viel erreichen. Auch ein kleines Stück weit durch meine Hilfe, weil ich ab und zu über die Social Media Portale eine Aktion angestoßen habe. Wir konnten also schon Tiere kaufen in diesem Jahr, Grundstücke kaufen, Schulen bauen, Kindern Kleidung kaufen, Hilfstransporte machen und so weiter. Also ist dieses Jahr sehr, sehr viel passiert, zumindest für mein erstes volles Jahr, was ich dabei bin, dass ich das wirklich live so mitbekomme. Und ich kann auch an dieser Stelle oder muss an dieser Stelle auch Frank Hübner für sein Engagement wirklich loben und auch danken an dieser Stelle, wie er den Kindern hilft, wie er das Ganze organisiert. Und wie gesagt, für mich ausschlaggebend, Frank Hübner geradeaus, absolut ehrlicher und offener Mensch, und er macht es ehrenamtlich. Ich weiß, dass das meiste Geld, was ich spende, dort vor Ort ankommt. Vielleicht kurz die Währungsschwankungen und Überweisungsgebühren und der Rest landet wirklich da vor Ort. Und wenn ihr nun den gleichen Gedanken haben solltet wie ich, dann findet ihr unter diesem Video einen Spendenlink zu PayPal und könnt Help for Children direkt etwas spenden. Ich habe ihn auf 40 Euro eingestellt, denn mit 40 Euro können wir Kindern, konkret einem Kind, wahnsinnig viel helfen. Und nochmal, Help for Children, es geht darum, Kindern ein ordentliches, ein sauberes Zuhause zu geben, ein friedliches Zuhause zu geben, ihm eine Ausbildung zu ermöglichen, eine schulische Ausbildung, dann eine Lehre und dass sie später in den Beruf gehen, dass sie wirklich ein gutes Leben führen können mit einer schulischen und beruflichen Ausbildung. Das war mein Denkanstoß in der Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen überzeugen, egal ob er jetzt for Help for Children spendet oder nicht. Und wie gesagt, nochmal der Gedanke zurück. Es werden sicherlich einige Kommentare dazu kommen, warum ich denn so stark im Ausland helfe. Nochmal, weil ich Frank Hübner kenne, weil ich ihn für einen ehrlichen, wirklich von Grund auf ehrlichen Menschen halte, der das alles ehrenamtlich macht und das Geld, was gespendet wird, kommt vor Ort an und versickert nicht in irgendwelchen Vorständen oder irgendwelchen sonstigen Strukturen einer großen Organisation. Deswegen helfe ich dort sehr stark, aber ich helfe ja auch nicht nur mit den 20% jetzt am Jahresende, sondern ich spende auch monatlich für Projekte in Deutschland. Heißt also, ich engagiere mich nicht nur im Ausland, sondern natürlich auch in Deutschland. Ihr könnt mir aber gerne zu dem Thema, zu der Idee, wie auch immer, eure Kommentare unter dem Video hinterlassen, auf Facebook, wo auch immer. Und ich möchte damit auch zum Ende kommen. Wie gesagt, ich möchte nicht betteln, aber den Link findet ihr unter dem Video. Und mit 40 Euro, wie gesagt, können wir wirklich wahnsinnig viel helfen und die nächsten Schritte gehen. Und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, abonniert meinen YouTube-Kanal, liked meine Facebook-Fanpage, shared, teilt das Video, gebt einen Daumen hoch, einen Daumen runter, wie auch immer, Hauptsache der Daumen nach oben überwiegt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Vlog. Bis dahin, euer Ralf.